Herzlich willkommen zur vierten Folge Alice22 Animals hier bei TV Funktion. Ansonsten haben wir den Weil und mir. Servus. Hier sehe ich gerade eine kurze Frage, weil ich heute einen als Leihwagen habe. Also ein Auto, welche Marke mit B anfängt und auf die Autobahn muss, was macht man zuerst? Tupo oder auf einen Meter dicht auf? Was? Was machen wir zuerst mit einem Auto, was mit B anfängt? Zuerst Lichthupe oder dicht auffahren? Dicht auffahren. Dann Lichthupe. Das mache ich auch mit meinem auch. Was ich kriege erst so richtig in den Arsch. Also ich, eigentlich könnte ich wahrscheinlich während der Fahrt könnte ich hinten einfach in ein anderes Auto übersteigen. So nah fahre ich auf. Dann mache ich Fernlicht an, also nicht Lichthupe, sondern Fernlicht. Und dann gebe ich einfach Gas, weil sie dann fahren alle abhauen. Also dann spätestens so, oh, da blendet das, dann schauen sie in den Rückspiegel und dann sehen sie, oh, der ist ja gefühlt teilweise hoch wie ich, und dann hauen sie ab. Da freue ich mich am meisten schon drauf, wenn ich ja mit dem Golf auf der Autobahn flitze, gell? 120 Höchstgeschwindigkeit, da geht was. Haben wir einen Heuwind, ne? Ui, haben wir sogar. Wie gesagt, unter der Animals-Folge ist nichts. Die Animals-Folge kam ja auch, wo wir es gerade aufnehmen, heute erst raus. Und von daher. Was so? Ist ja wie gesagt immer ein bisschen schwierig. Also die frühesten Kommentare kommen eh erst, wenn die Folgen auch draußen sind. Ja, ich dachte, boah, ja, Alter. Unser Hof ist so neben. Das hab ich gleich schon öfters gesagt, gell? Der vorherige Hof ist jetzt nur für einmal gesehen im Winter. Ja, das ist halt echt, wenn du über den Hof in 40 drüber fährst und gefühlt die Vorderachse nie am Boden ist, merkst du halt, denkst du dir dann, wir sind irgendwie nicht gesund. Irgendwas passt da nicht so ganz. Wer 80 Kleinvögel in einer 50 Quadratmeter Mietwohnung hält, dem kann die Wohnung gekündigt werden. Wer was? Wer 50 kleine Vögel in 50 Quadratmeter Wohnung hat oder hält, kann gekündigt werden. Wegen T-Shirts oder was? Oh, keine Ahnung. Sag mal, was ist deine Mission eigentlich? Was denn? Brauchen wir kein GPS mehr? Ja, aber ich kann's auch mit der Hand. Kann ich nicht. Ach, der Bulldog hat kein GPS. Oh. Ich muss nochmal zurück zum Hof, der Bulldog hat kein GPS. Ach, wobei, das Heuwenden geht noch so gerade. Was machst du jetzt? Heu! Achso, sag auch immer Bescheid, wenn ein guter Zeitpunkt ist, um ein Wäldchen zu schießen. Ja, mach ich gleich. Ich muss schon sagen, die Textur vom Heuwender gefällt mir. Sieht ja so aus, als wäre da ein bisschen sehr viel Gras, was der auseinander wirft, aber sonst so vom Allgemeinen gefällt es mir. Also ich meine Uhrzeit nicht mehr auf meinem PC sehen kann, der triggert mich ja schon hart, ne? Es ist 20.31 Uhr. Ja, danke. Das Problem ist, ich hab ja immer eine Uhr, ne? Aber... Und dann denke ich mir zum Beispiel gerade wieder, oh scheiße, ich sehe die Uhrzeit nicht, ne? Ja, sympathisch. Nimm mein Handy in die Hand, 20.31 Uhr. Auch ich, ich habe eine Uhr an. Nein, die Uhr, die kann ich. Also ich bin ehrlich, auf meine Uhr gucke ich gefühlt nur, um zu wissen, was für Schritte ist und wenn ich während der Schulzeit Nachrichten bekomme. Aber wenn ich außerhalb der Schule bin, gucke ich für die Uhrzeit immer aufs Handy. Ich nehme lieber mein Handy raus. Keine Ahnung warum. Weil jetzt jeder so macht. Ich schaue immer aufs Handy. Oder inzwischen schaue ich auch ins Auto rein. Ich habe schon mal, wenn ich jeder gefragt hat, wie viel Uhr ist, habe ich schon mal wieder Zündung angemacht. Ja, es ist so viel Uhr, hat er aber mein Handy in der Hand. Also ist denn da eigentlich schon wieder schief gegangen, Noel? Wo? Diese Woche ein Video wieder ausgefallen ist. Was kannst du eigentlich? Ja, was ist denn da schon wieder von. Ja, das verkackst du ja anscheinend.
Ich schau mal ganz schnell. Fällt mir gerade erst. Warum fällt uns das denn? Warum? Was ist denn ausgefallen? Ja, weiß ich nicht. Müsste. Timelapse sein. Ja. Ja, vermutlich, weil wir nur irgendwas mit No Copyright ist wahrscheinlich. Für den Thumbnail kannst du jetzt dann gleich vorbeischauen. Fährst du jetzt dann nochmal zurück oder wo fährst du auf nächstes Land? Ich komm oben. Ich fahr nochmal im Kreis, also. Also, fähr ich mich irgendwo. Okay. Ich fahr zwei Vorgewände und dann fahr ich nochmal Bescheid, dann guck ich nämlich wegen ganz schnell wegen dem Video. Ja. Also heute ist mein Internet nicht so gut gelaunt. So gut bisschen. Er ist tatsächlich gar kein Video vorhanden. Hast du vergessen, was hochzuladen? Ja. Um 16. Um 16 hätte er nicht Timelapse kommen. Das ist richtig, ne? Mittwoch. Hätte er Timelapse nur noch hätte kommen müssen, ne? Ja. Was Timelapse 003? Ja. Wie gut, dass wir gestern erst die vierte Folge aufgenommen haben. Ja, das ist nämlich das Ding, wollte gerade sagen, das war nämlich nicht mein Fehler, das war Philipps Fehler. Nee, Philipp schrieb mir gestern Abend, er hat eine neue Timelapse hochgeladen, diesmal mit neuer Musik, ich muss das und das in die Beschreibung hauen. Ich war mir schon fast sicher, dass es Timelapse ist, dass es die Folge ist, die Philipp gestern erst fertig gemacht hat. Wollte schon sagen, ich würde nämlich wie gesagt wundern, wenn ich, weil vergessen nämlich eigentlich nicht. Sind wir nicht dazugekommen aufzunehmen letzte Woche, oder was war da los? Ja, nö. Ja, ne, wir hatten nicht die eine Folge haben wir ja erst am Dienstag oder so aufgenommen die Woche. Die 003. Dienstag, ne? Ich habe auch noch nicht so lange aufgenommen. Ich meinte nein, das haben wir am Sonntag aufgenommen. Oder am Sonntag. Deswegen, also da war nicht so viel Platz zwischen, aber. Ne? Dann haben wir gesagt, nehmen wir die andere Folge die Woche auf, weil das ist ja alles schon nächste Woche. Jo. Dann war es unser Fehler, dass wir da. Ja, was sollte dann die 004 kommen? Morgen oder was? Die 004 sollte morgen kommen, ja. Habe ich doch recht dabei teilgenommen? Nee, am Sonntag. Haben wir eine Woche vergessen aufzunehmen. Morgen kommt gerade. Morgen kommt gerade. Ja, morgen kommt gerade. Nee, jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich sehe bei Inhalten Rade, denke ich mir so, hey, warum kommt dann schon wieder Rade? Was ist die Rade, auf die morgen kommt? Aber es stimmt, ich wollte schon sagen, deswegen war ich ja die ganze Zeit irritiert mit dem Teil, deswegen wollte ich ja irgendwie, dass wir zwei draus machen, dass das noch so schnell fertig ist. Ach, das ist noch komplett in die Hose gegangen. Dann kommt das halt einfach beides nächste Woche und das ist diese Woche ausgefallen. Ja. Das ist natürlich lost, ne? Ja. Passiert natürlich kein, ne? Ich habe keinen Überblick, wann wir welche Folge brauchen. Ich weiß nicht, was wir aufnehmen müssen. Du bist ja der Hochlet und weißt, welche Folge wir am dringendsten brauchen. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ja, genau. Du bist dafür eigentlich zuständig. Also schimmer denn Base. Ja, du bist eigentlich dafür zuständig, dass Mods und Mod kommt. So. Ich bin dafür da, für die Mods, ja. Richtig. Ja. Aber so viel Aufgabenbereich, wie ich momentan in die Social Media Abteilung. Jetzt, wenn du einmal Mods und Mod bringen willst, würde ich das alles wieder übernehmen, weil das schaffst du ja auch nicht. Ach. Ja, wenn du halt deine Aufgaben nicht schaffst, dann muss ich halt die, welche von meinen Aufgaben machen. Ja, aber du schaffst deine Aufgaben ja scheinbar auch nicht, die du eigentlich machen sollst. Ja, über, was du ja. Ja, jetzt halt's Maul. Wenn du Mod in Mod bringst, regelmäßig. Aber das ist kein Problem, ich kümmere mich ein bisschen mehr um die Videos. Und mach nur mal bitte den Fehler, den Giants bemängelt hat, ändern wir das bitte. Du, ich kann gerne die Videos selber machen, ich brauche dich dafür nicht. Ja, auf einmal. Was hat dein Mod-Up-Scheiß nicht? Du bist zuständig.
Ich habe kein Problem mit dem Videos hochladen, aber wenn solche Folgen nicht da sind, wie gesagt, das war auch der Grund, dass wir es dort dann aufgenommen haben. Nur ich dachte die ganze Zeit, ja stimmt, haben wir zwar für diese Woche. Und du sagst die ganze Zeit, hey, wir brauchen nur Videos für nächste Woche. Deswegen war ich so irritiert. Du hast mich. Natürlich heißt nicht die Schuld nur auf dich schieben, aber meine Schuld. Trotzdem, du hast mich irgendwie so irritiert. Ach, jetzt bin ich es wieder gewesen. Ich habe doch da keinen Überblick mehr, wann du was hochlädst. Ich habe auch keinen Überblick, wann Philipp was fertig ist. Ich habe auch keinen Überblick darüber, dass ich voll bin. Wow. Dein Ernst? Wo bist du? Ich komme vorbei. Ich schwöre dir, ich war im Spiel und war anwesend. Und mir ist es trotzdem passiert. Wie weit? Während man dabei ist, ne, Noel? Willst du jetzt damit auf dich anspielen, oder was? Ach, war ja nur ein halber Kilometer, ist ja nicht so schlimm, glaub ich. Wenn die Feuerwehr einen Beitrag eine Story macht und sich komplett verschreibt. Stand 20:30, 17 Strom Einsätze, eine Brandmelde an das. Müssen wir. Ja, du schau, in der Zeit, wo du nicht mal schaffst, ein Feld zu dreschen, habe ich eine Wiese gemäht, habe sie gleich mit Heu gewendet. Fickst du mir jetzt noch einen Blasen hier, oder was? Wenn du vorbeikommst. Und mir dafür 1000 Euro gibst. Vielleicht. Du unterwegs, was? Und wenn du den Golf für 14.000 Euro abkaufst. Übrigens, wenn ihr einen Golf 2 habt und Ersatzteile braucht, meldet euch. Ich darf ja nichts mehr bei Instagram und so posten, deswegen mache ich das über YouTube. Oh, ich kann einen YouTube-Beitrag machen. Hä? Was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Hä? Was denn? Achso, du bist gar nicht mit dem Schlepper. Bin ich noch mal durch das komplette Feld durchgerauscht. Wow. Ja, mein Schneidwerk war unten und läuft auch, hä? Und du bist voll, oder was? Häng mal ab, wieder an. Ja, mach ich jetzt auch so. Sympathisch. Jetzt geht's wieder, aber. Woher weiß die Tapfsäule, dass der Tank voll ist? Beim Verbrauch von Benzin füllt ein Belüftungssystem den Tank mit Luft. Diese Luft muss wieder entweichen, damit beim Tanken neues Benzin eingefüllt werden kann. Daher ist in einer Zapfpistole eine kleine Röhre integriert. Die Luft aus dem Tank absaugt, wenn keine Luft mehr abgesaugt werden kann, ist der Tank voll. Und die Zapfpistole stoppt. Dieser Vorgang nennt man Gasöffnung. Okay, jetzt wusste ich es aber auch noch nicht. Ja, das ist. Wenn das Teil Benzin oder Diesel ansaugt, dann ist es aus. Deswegen, wenn du wieder ein bisschen rausziehst, kannst du wieder Gas geben. Kann ich fragen, warum du jetzt da lasst? Nichts, alles bestens. Nur weil ich gesagt habe, wenn du ein bisschen rausziehst, oder was? Nee, es ist alles bestens. Ich habe da noch einen anderen Spruch auf Instagram gesehen. Jetzt lese vor. Nee, war ein Bild. Kann man nichts vorlesen. Dann schick rüber. Ja, ich hab dir doch für welche geschickt. Ja, nee, ich meine das, was du gerade eben gesehen hast. Ja, warte. Ich will nicht das Bild von dir haben, das ist hässlich. Und warum lasst du da jetzt? Was lustig aussieht. Es sieht ja ein bisschen lost aus, weil kann halt einfach nur orange ist, aber. Ich habe jetzt irgendwie mit mehr gerechnet. Habe ich schon mal erwähnt, ich habe doch keine 6 im Matter. Sondern eine 5 minus. Nein, das Ding ist, bei der Arbeit gab es, ich glaube, 150 Punkte plus 12 Stück oder so dazu. Mhm. Vor allen Dingen, ich kriege also die Arbeit, ne? 36 Punkte, ne? Mhm. Dann nur, ich guck so auf die Arbeit, sehe so auf dem ersten Blatt 5 Punkte, 5 Punkte, 5 von 5, 5 von 5. Und denke mir so, da kann doch jetzt keine 6 sein, ne?
5 von 5. Wenn es so viele Punkte gab, ist, ne? Ich denke mir so, okay. So, Luki so, boah, Alter, ich habe auf der ersten Seite voll viel. Auf den nächsten 8 kommen Seiten einfach gar keine Punkte mehr. Ich habe einen Klassenmann von mir, der auch schlechte Noten geschrieben haben und so, ne? Grüße an dich. Der auch schon davor die ganze Zeit irgendwie 5 geschrieben hat, warum auch immer, obwohl der immer die Hausaufgabe so scheiß macht, ne? Und er dazu, und hast du bestimmt die schlechteste Note? Er hat noch 10 Punkte weniger als ich. Weißt du, da habe ich mich wieder gefühlt, dass ich es trotzdem immer wieder schaffe. Irgendwie doch besser zu sein. Und das, obwohl du mich nicht angerufen hast, faszinierend. Ich sagte, irgendwann passiert es, dass ein Telefon klingelt, während dann in der Schule sind und dann Tangi zu Tangi, ja, hier so und so. Ja, Telefon-Joker. Sehe ich schon, irgendwann wird es kommen. Und wenn es bei deiner Abschlussprüfung ist, so Mathe. Dass du aufs Klo rennst und mich dann anrufst, sehe ich schon kommen. Ja, bei mir, ja. Ich dachte so nicht. Was Ding ist, ne? Kann was ich, ist? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie letzte Arbeit. Und jetzt habe ich auch letztens, gerade ist, dass man ja noch eine Zentralprüfung oder eine Übungszentralprüfung schreibt, ne? Ich denke mir so, okay, die wird dann ja natürlich meistens irgendwie die Abschlussprüfung, aber ich denke dann so, keine Ahnung. Mitte März oder so ein Scheiß, ne? Auch unsere Lehrerin vorhin, also heute Morgen so, am 3. März ist dann die Übungsprüfung. Was? 3. März schon? Okay. Und ich wurde hops genommen. Ich muss ja sagen, gell? Am Anfang, wo ich auf das erste Mal auf dem Fan One im LS saß, dachte ich mir echt, das ist echt ungewohnt. Jetzt hat natürlich gefühlt jeden Tag in der Arbeit auch auf dem Fan One, das ist echt gewohnt. Und auch das Arbeiten mit dem Fan One, so mit der Heckhydraulik und so, ist wesentlich angenehmer geworden. Jetzt ist davor. Ui, und eben, ui, Vorderachse nicht am Boden. Anhänger. Habe ich schon mal gesagt, dass unser Boden echt uneben ist? Ich hab gehört, wir holen mal so einen Kipper voll Kies und tun ein bisschen aufkiesen. Okay. Aufkiesen? Ja. Mit einem Planierhobel ein bisschen Lehm schieben, den Schmarrn. Der ist ja echt nicht kleiner Drisch, aber mir fällt jetzt doch mal auf, was das für ein scheiß Riesenfeld ist, ne? Ich find's halt geil, dass du echt mit dem größten Feld angefangen hast. So. Das ist so klar. Stimmt, soll bald dieses Content-Update sein und das erste DLC soll jetzt auch schon im März, ne? Ja. Die Behauptung war ja sogar am 22. Aber ich meine, weil das sagte ich ja schon mal, das habe ich bis jetzt nur einmal gelesen, das ist am 22. Sonst habe ich bis jetzt im März gelesen. Am 22. wird natürlich immer weg. 22. und 2022 und NS22. Und wir sind alle so gut und wir sind alle voll cool und Wie gesagt, für das Free Content Update ist da auch schon wieder einiges. Wir hatten schon heute ja auf, volles Aufreiter, ne? Das waren euch. So, ich mache mich auf den Weg mit dem Schmader. Und ich habe GPS gebaut in den Bulldog ein. Beim On the Way. Stimmt, für das Free Content Update kam nämlich gestern nur ein Block bei Eisbahn. Was hat denn der für interessante Blinker hinten? Also, der hat generell interessante rückleuchtende Schmader. Er blinkt unten Balken und oben Balken. Verstehen! Was ist denn? Warte, Mann, renn doch nicht weg! Weil die sind echt kacke von Giants gemacht, weil nämlich nur irgendwie das Glas beim Blinker irgendwie vorne leuchtet und das wie aufgesetzt aussieht. Heilige Glasschüssel. Also, das ist ja mal wirklich, ne? Ah, wie gut das, wenn man blinkt. Ah, ich blink nicht mehr. Wie gut das, wenn man blinkt. Und das Rücklicht dann hat einfach nichts sieht, weil einfach alles so hell ist. Perfekt. Also, es kommt wohl voraussichtlich irgendwie ja dieses komische Kotte-Garant-Fass, dieses PQ32000. Mhm. Also, als Free Content Update. Dann der Navigator 4000 Delta Force von HD. Navigator irgendein Skript als Navi oder so? Wow.
Hätte ich gefühlt. Da kommt der Fendt Ideal 7 PL. Ja, der Drescher. Genau. Warte. Wieder der 7 PL mit dem 30 FT. Das hat, wie viel Meter hat das? Das hat 9,2. Da kommt ein relativ hübscher Krampfanhänger, der erinnert mich ein bisschen sehr oder ein bisschen an den, den wir jetzt hier auf dem Feld haben, an den grünen. Mit dem dicken Michelin-Design. Dann kommt noch der Marcel Ferguson, Ideal 8 PL. Also auch wieder das ein Echo-Drescher. Ne? Ja, ne? Egal, die hast du uns immer gesagt. Wollte ich gerade sagen, da war ein 7er, oder? Mich schon komplett, ja, war doch ein 7er, wollte ich schon sagen. Es gab da irgendwie einen 7er und einen 8er. Ein 8er PL mit einem MF Powerflow 30 FT. Sind die dann auch grün und rot oder? Schwarz. Ja, ja, schwarz-trotzig. Ja. Dann gibt es noch einen Plöger AT 5104 LNMS. Das ist ja hier so ein. Da muss ja Pille machen, aber das finde ich ganz spannend, irgendwie auch ganz nice aus, aber ich würde mir nicht noch wünschen würde, wäre der Kotze Taurus. Den würde ich ja noch echt fühlen. Weißt du, der Kotze Taurus ist? Nö. Für das gesagt, ich sehe mir hier Dingsbeschreibungen vor und die Hälfte der Sachen verstehe ich nicht, weil wir das nicht in der Bibel vertreten oder halt noch nie gehabt haben. Und ja, Höhen Kotze Taurus ist dieses dreiachsige Gülle-Bomber-Ding von was erwartet euch beim neuen Patch? Wir arbeiten hoch an der Reihe von Optimierungen. Dabei beheben wir auch die Ursachen für die Abstürze und die jüngste Auffahrt der älteren Generation. Auftreten wir erhielten wir Berichte, denen zufolge des Datenkorrekten Spielstände oder der. Tun ja auch berichtigen, dass die Person auf der Karte wieder angezeigt wird auf der Minimap. Die Spielerstände zu. Keine Ahnung. Natürlich gibt es noch eine Menge weiterer Optimierungen. Die Anzeige der Preisänderung zeigt den Mindest- und Höchstpreis im Jahresverlauf an Benachrichtigungen für. Der Tagesfortschritt wurde hinzugefügt, der Class Next in 8100 erhält eine US-Konfiguration und Fans der Casey Hard Mark und 400er kommt in den Genuss des Power Drive. Liebes. Braucht man alles nicht. Ich bin voll. Mal wieder. Alter, du sollst nicht so viel saufen, Jung. Alkohol ist schlecht für die Leber. Ich ja, Leber. Warte, ich komme mit meinem Bulldog. Ist ja wahrscheinlich dann auch gleich voll. Genau. Oh, was mir bei dem Brandner nicht fehlt, ist, dass er das Hinterachse der Lenkachse ist, gell? Er dürfte allerdings noch mit vielen weiteren Fehlerbehebungen und Verbesserungen rechnen. Wir stellen derzeit das Änderungspotenzial zusammen und wir das wird mit euch teilen, sobald der Patch zum Download gemacht ist. Ja, dann erinnert gleich mal, dass man hier Minimap hier. Wieso ist da kein Pfeil da? 1x3 kommt auch das zweite Content Ende für den Fall 22. Wo willst du noch hinfahren, Junge? Bleib stehen! Hallo? Ja, Luki, fahr ganz da vom Feld runter, ist ja, schon gut. Falscher Gang war drin. Wo fährst du jetzt hin? Ja, da wohin, wo ich gerade stand. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Dann stehe ich wieder. Ja, du willst jetzt doch rollen. Ich stehe genau neben dir und du hast das von mir gekommen, Alter. Mit dem Update in ihrem Weg ins Spiel fällt. Schaut euch nachfolgend an weitere Informationen über das kostenlose Content Update FX2 in den Patch. Spannend, oder? Ja. Also erstmal kriege ich mir Giants Patch. So, ich bin voll. Ja, ich auch noch fast. Dann bleibt nochmal kurz hier stehen. Wie es dauert, bis der leer ist. Über den Kornschieber. Der Wallet Stream Farm ist da. Luki, dann tust du lang Schwaden. Komm, mach was mit Zügel. Nein. Jetzt ist GPS-Kurs sogar eingestellt. Dann ist ja eben der Weg, den ich einstelle. Nein. Du musst nur die Linien aktivieren. Ja, ich schau. Ah, der Stefan hat auch wieder jemand ins Spiel gebracht. Ich dachte doch letztens, ich habe ihn vermisst. Ja, jetzt werden wir ihn nicht mehr. Ich habe überlegt, ob ich ihn runterlade, nur damit du ins Pokécard siehst. Alter, jetzt wäre ich fast an der Halle angegangen. Das ist echt ungesund, wenn du hoch so unten bist und dann mit so einem fetten Anhänger durch bist, Alter.
Der Hof, wo ich ja in Real Life ab und zu mal aushelfe, der hat ja ziemlich den gleichen Kipper, gell? Den Brand, ne? Das hast du mindestens schon zweimal gesagt, oder? Schon ja. Ich glaube, das werde ich auch noch öfters sagen. Ja, das glaube ich auch. Und ist der GPS-Kurs da? Ich überprüf's. Aber, Luki, hier, piep, Zeit ist abgefahren. Aber ich würde zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Schaut gerne in der nächsten Folge Animals vorbei oder noch gerne bei Timelapse oder Gemeinderade. Und ja, denkt dabei, uns Beiträge zu schicken, die ich beim Enkel vorlesen soll mit meiner wunderschönen engelgleichen Stimme. Tschüssi.